angeschlagene, verletzten Personalsituation vor den Fachabschluss? Ja, wird sich nichts ändern. Also wird keiner zurückkommen und für morgen dabei sein. Ja, soviel ich weiß, kommt es vom Rücken, also dass er das auslöst, am Muskel selber hat er nichts. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Gibt es da noch eine Nachricht, wie lange dann jetzt mit der Ausfallzeit noch zu rechnen ist? Nee, kann ich nicht sagen. Vielleicht nicht so harter Hund wie Sie, Herr Dostewitz. Ne? Ich meine, Sie, klar, Sie würden natürlich dann. Da muss ja der Fuß weghängen, wenn Sie nicht spielen würden. Das ist klar. Schauen Sie, soll ich sagen, nee, also, mehr steckt ja nicht drin. Das ist ja, ich kann da gar nichts werten. Jetzt, wenn er sagt, er fühlt sich da nicht gut, dann macht das keinen Sinn. Also das kann man auch nicht werten, weil jeder Mensch auch anders Schmerzempfinden hat. Und Dostewitz, willst du. Das ist gut. Herr Fehn, nach den starken Leistungen zuletzt gegen Bremen gewonnen, Bordeaux gewonnen, wie verhindert man es, dass man gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner so ein paar Prozent nachlässt? Ja, das kann ich nicht sagen, wie man es vermeidet. Also wenn ich jetzt da extra darauf hinweise in der Form, dann ist es eh schon zu spät. Also wenn man nicht weiß, dass wir die Chance haben, jetzt zu Hause eine Runde weiterzukommen, ins Achtelfinale zu kommen, ja, dann hat man den Job auch irgendwo verfehlt. Und wenn Sie dann als Trainer immer fremd motivieren müssen in der Form, an die Mannschaft dann appellieren müssen, dass es dann vielleicht ein Gegner ist, der eben eine Klasse drunter spielt, dann hat sich dann keiner damit befasst und dann ist es eigentlich schon zu spät. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es so ist, sondern ich gehe davon aus, dass wir eben unbedingt die Runde, das Achtelfinale erreichen wollen und dass auch jeder weiß, dass wir auf einen Gegner treffen, der auswärts vor allen Dingen auch sehr gut gespielt hat. Wir haben das letzte Spiel verloren gegen Aalen. Wenn man das dann sieht, dann dürfen sie das Spiel nie verlieren, müssen sie klar gewinnen. Sie haben in, zu Hause war das jetzt, aber sie haben gegen Greuther Fürth in Fürth gewonnen, sie haben in Berlin gewonnen, also von daher sind wir schon gewandt, was das anbelangt. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann wird es ganz, ganz schwer. Aber das wird auch die Kunst sein, eben das, was wir vorher noch nicht wissen, im Prinzip immer jetzt die nächsten Wochen oder die nächsten Monate dann, wenn das dann zwischendrin mit der Länderspielpause ist, genau wieder auf dem Punkt dann mental da zu sein und sich wieder aufs Spiel dann zu konzentrieren. Wird die Mannschaft dann zeigen müssen, ob sie das kann, ob sie die Fähigkeit hat, sich noch zu verbessern. Ja, ich sage immer, das ist auch immer Kunst, eben 60 Spiele in einer Saison zu machen. Ja, da trennt sich auch immer die Spreu vom Weizen dann. Ja, als wenn man 34 macht oder 35 und oder muss 60 machen. Und wenn einer nach oben will, wenn einer noch besser werden will, dann muss er das auch können. Und das werden wir sehen, ob sie es können. Was habe ich da hinten für eine Gruppe da? Für fünf Mann? Herr Reschke? Wir haben auf Kaffee gesetzt, aber jetzt. Ja, wo kommt ihr? Es ist für Journalisten. Für Journalisten ist diese Pressekonferenz. Seid ihr alle Journalisten da hinten? Ja. Lügen kannst du nicht. Denken tut man eigentlich immer, schon nach dem Spiel denkt man wieder daran, macht man das. Ich glaube schon, dass man das kann, dass man alle paar Tage spielen kann, wenn man keine großen Blessuren hat. Natürlich sind die Spiele dann schwer,
sind sehr intensiv, aber wenn man richtig in der Zeit zwischendrin dann eben regeneriert, was wir tun dann im Training, was wir selber tun können, wenn die Jungs sich dann dementsprechend auch verhalten, wenn sie keine großen Shoppingtouren machen oder sonst was, dann glaube ich schon, dass man... Seht ihr mal, dass ich mich immer rumschlagen muss, alle paar Tage. Dann glaube ich schon, dass man auch Kraft sammeln kann, so blöd das klingt, ne? Weil man dann eben auch die Wettkampfpraxis immer hat. Es ist immer eine mentale Sache dann. Wenn man das schafft, dann glaube ich, können wir das machen, dass wir alle paar Tage spielen. Also wird es nicht so sein, dass ich jetzt da großartig ändere. Es wurde nach Chakba gefragt, ja, und ich habe gesagt, dass es schwer ist, an Ojikba vorbeizukommen. Hat er jetzt aufgeholt, weil er war ja letzte Woche gut, er hat in Stuttgart ein gutes Sehen gehabt, hat immer mal wieder sein Filmpass gegeben, oder den Lorra sein gegeben, oder hat er aufgeholt in den Duell? Ja, ich bin also grundsätzlich ganz, ganz froh, dass ich beide Spieler da habe. Anbart man mal so, weil ich sage, wenn dann einer ausfällt, was immer der Fall sein kann, oder wenn wir eben so viele Spiele haben, dann bin ich froh, dass ich zwei solche Spieler habe. Weil Konstant auch wirklich sich gegenüber der Anfangszeit hier in der zweiten Liga unheimlich verbessert hat. Eben auch wirklich 90 Minuten dann teilweise das abrufen kann, konzentriert ist, was er anfangs noch Probleme gehabt hat. Und ich bin froh, dass ich beide habe. Ganz einfach, ich möchte jetzt nicht bewerten. Ich sage nur, wenn ich dann gefragt werde, ob jetzt Konstant dann der Stammspieler ist, dann sage ich, es ist schwer, an Ojikba vorbeizukommen, ja, weil der eben auch, und es ist eben wichtig, dass man auf den Positionen, sage ich, eben auch dann wechseln kann, ohne dass man einen Qualitätsverlust hat. Der eine hat mehr seine Stärken in der Defensive, der andere hat mehr seine Stärken in der Offensive. Können Sie sich raussuchen, wen ich jetzt damit meine. Aber Sie wissen es, glaube ich. Könnte sein. Es könnte sein, dass bis Samstag, er muss natürlich auch vorher richtig trainieren dann, also dass wenn er jetzt gar nicht trainiert bis Freitag, dann wird es nicht so sein, aber es sieht ganz gut aus, dass die Möglichkeit besteht, am Samstag dabei zu sein. Könnte auch sein, ja.